hier gerade in der Barclays Arena in Hamburg. Die Show des Jahres, meine Show des Jahres. Mit Aufzeichnung mit einem Pipapo. Mir geht der Arsch auf Grundeis. Guck mal hier, Alter. Du? Okay. Wir haben dann noch geklärt, dass da so ein Mülleimer hinter dem Bühnenbecher steht, damit ich da reinkotzen könnte, falls es dann soweit wäre. Ich glaube, wenn es keine Fernsehaufzeichnung gewesen wäre, hätten wir möglicherweise abgesagt. So. Und das passiert halt. Wenn man krank ist, ist man krank. Oh. Dann muss man nach Hause gehen. Dann gehört man ins Bett. Dieser ganze Druck und ja. Let's go. Bitte begrüßt den größten Sohn eurer Stadt. Hier ist Chris Tal. Wir das hin? Geil wäre, ich springe, Bühne kaputt. Okay, du sagst, wenn du ready bist. Absolut, aber vielen Dank, Leute. Habt ihr Bock auf eine Laola-Welle? Das wäre ein geiler Abschluss. Haben wir die alle drauf? Pass auf! Alle jetzt hier aber nach vorne! Alle jetzt! Auf da oben, alle! Vielen Dank, Leute! Es war so schön, endlich wieder zu Hause. Ich hab euch alle echt lieb. Fahrt vorsichtig und bleibt gesund. Man muss sich das halt wirklich mal vor Augen führen. Wenn du in Hamburg groß wirst, ich bin ein richtiger Hamburger, also ich blute blau. Ich bin aufgewachsen in Bergedorf und ich habe Comedy immer geliebt und war natürlich in dieser Arena schon 1 Million Mal als Teenie und habe mir Atze Schröder angeguckt, Mario Barth und ich war damals bei so vielen Comedians und dann träumst du da so als 13-Jähriger, als 15-Jähriger so, boah, wie krass das hier ist und plötzlich trittst du da selber auf. Das ist einfach ein Gedanke, an den gewöhnst du dich nicht. Du sagst nicht so, ach ja, machen wir, ist doch wieder Hamburg, Arena, machen wir. Es ist einfach schon krass. Wollen wir in die Halle gehen? Könnt ihr euch übrigens darauf einstellen, dass ich nur dummes Zeug sabbel. Ich bin so aufgeregt. Morgen geht's los. Hallo. Hier ist Helmpflicht, ne? Das weißt du. Ist nicht mehr. Nee? Ist aufgehoben. Sehr gut. Guten Tag. Keine Ringer mehr im Dach. Guten Tag. Ich bin der Kewe, also Stefan Kebner ist da, Spitzname Kewe. Ich bin der technische Produktionsleiter oder Produktionsleiter der Tour. Ich bin sozusagen in Personalunion das Mädchen für alles. So könnte man es, glaube ich, betiteln. Machen wir hier noch für morgen noch Innenraumbestuhlung oder? Nee, nee, lassen wir so. Okay. Wir bauen die Golfkabine auf. Wir haben eine Golfkabine, wo wir dann vor der Show mal zusammen golfen. Robert? Also ich golfe, Kewe. Ich versuch's. Ich bin selber so zum Golf gekommen. Vorher fand ich das immer total lame und absolutes Spießertum irgendwie so. Und naja, Chris ist halt auch ein Spießer. Ja, jetzt haben wir das Ding dabei und wenn wir Platz in der Halle haben und Bock haben, dann bauen wir es auf und zocken. Aufbauen hat da keiner Bock drauf. Aber ansonsten. Bei so einer großen Halle baut man natürlich einen Tag vorher auf. Ich bin natürlich auch, weil ich großzügig bin, einen Tag vorher da und muss natürlich auch schauen, dass da alles passt, ne? Also ohne mich läuft da natürlich grundsätzlich überhaupt nichts.
Ist natürlich auch anstrengend für mich, dass ich immer wieder gucken muss, dass die Crew da auch nicht irgendwie dummes Zeug macht. Nee. Aber ich bin ja auch gerne da. Ich bin ja auch immer nah am Volk. Das ist für mich auch wichtig. Ich finde das auch ganz ehrlich, also es könnte jetzt an meiner Aufregung liegen, aber ich finde das nicht in Ordnung, dass hier einfach irgendwelche Sachen hier auch im Weg rumhängen und so. Dann kann man sich auch verletzen. Ich will mich jetzt auch nicht künstlich aufregen, aber kann mal jemand die Scheiße hier hochfahren? Danke! Naja, also man muss schon sagen, dass Arbeitssicherheit für mich eigentlich Prio 1 ist. Und wenn das nicht läuft, dann flippt auch mal ein Kristall aus. Einfach auch mal. So, wer war das? So. Was? Was? Ach, du bist das, Benny. Ja. Ach, wir wollen uns jetzt. Ja, nee, ist okay. Ich hab gedacht, das ist ein Lauch, aber Benny ist leider der Stärkste der Crew. Komm doch! Warte! Wir machen hier gerade. Warte! Was? Ich komm gleich nochmal auf dich zu. Okay. Wir haben Spaß zusammen. Ja, Herr Makielski. Alles gut? Zu jüdisch. Aha, aha. Du riechst irgendwie. Was denn, wie? Wie frisch geduscht. Ja. Das ist, damit kann ich nicht umgehen. Sonst. Das tut doch nicht so, nur weil Kameras dabei sind. Lass es zu. Ja. Ich bin der König der Halle. Wir haben doch irgendjemanden, der so Titanic-Musik machen kann. Ich hoffe, dass ihr das in Zeitlupe jetzt auch mitgenommen habt eben, ja? Ja, Crew Love ist True Love. Schön. Danke. Wie läuft's denn hier? Super. Und jetzt noch besser. Jetzt noch besser. Oh, du bist ja süß. Guten Tag. Na? Ja. Ne? What's up? Ah. Wie ist es? Gut. Ich bin mal wieder in Kette. Überhaupt nicht. Kann man da gerade hoch oder ist gerade gefährlich? Ja, gerade. Gerade ist nicht so gut. Okay. Also die Crew freut sich richtig, wenn Chris nachmittags irgendwie am Start ist. Irgendwie, der steht halt einfach nur im Weg rum, nervt total, hat überhaupt keine Checkung von gar nichts. Ja? Wir müssen irgendwie, er muss ja aufpassen, dass er sich von der Bühne fällt. Also halt ist nicht so einfach. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Also ich bin ja immer beim Aufbau dabei. Das lasse ich mir auch nicht aus der Hand nehmen. Ja, das ist für mich, das ist der Spirit bei einer Kristallshow. Benny, was ist das? Ist das der Becher? Das ist der Becher. Das sieht man ja auch. Ah, und das ist der Strohhalm, guck mal. Also man kann ja über Geschmack, da kann man streiten und so. Aber ich hab da so eine repräsentative Umfrage gemacht, auch in meiner Crew und so. Und ich habe auf jeden Fall das leckerste Bühnenbild aller Zeiten. Das kann man so. Ich habe auch schon mal. Ein so ein Streusel habe ich probiert. 3 Zähne raus. Aber ansonsten war es echt eine schöne Erfahrung, muss man sagen. Hier, ich habe noch so ein Streusel für dich. Kannst du noch mal die nächsten 3 Zähne. Oh, lecker. Das ist ein sogenanntes Maßband. Da haben wir schon Sachen mit ausgemessen. Also von Mikros über, also wirklich alles ausgemessen schon. Also dann kommen da immer wieder Leute, die dann irgendwie sagen, so hier, der macht jetzt hier auf Stromberg und so. Also. Da müssen die auch aufpassen, ne, dass sie da nicht hier auch nicht zeige. Ne? Komm. Hallo. Moin. Und? Moin. Sind wir schon oben oder? Endhöhe. Endhöhe? Sagt man so. Der Experte spricht von Endhöhe. Wie hoch ist das so? Ich würde mal schätzen. 14,90 Meter Unterkante. Wie viel? 14,90 Meter Unterkante. 14,90 Meter Unterkante. Okay. Was wäre, wenn das jetzt bei 13 wäre? Dann wären wir zu tief. Ja. Waren alle in meiner Ausbildung, wissen genau, wie man es dann auch auf den Punkt bringt. Das ist wichtig. Und du, chillst oder? Ich passe hier drauf auf, dass das hier nicht unterfällt. Das ist wirklich. Auch sehr wichtig. Kann mal einer hier. Wir drehen! Wenn ihr will, was hält. Also, danke! Du störst. Man nimmt mich nicht ernst. Marcel, mach das bitte. Ja. Klär das bitte. Ich will den Verantwortlichen jetzt sprechen. Also, wenn jemand Respekt haben möchte, dann muss er ja auch Respekt einem anderen entgegenbringen. Und besonders wichtig ist dabei für mich, dass mir Respekt
entgegengebracht wird. Und dann überlege ich mir, ob ich dann auch. Benjamin? Benjamin, aha. Könntest du bitte jetzt mal antreten? Ja. Nee, das ist O. Tallinger für Benjamin. Noch eine so eine Geschichte, dann bist du raus. Das ist, das nenne ich quasi mein Wohnzimmer. Das ist eingerichtet quasi wie bei mir zu Hause auch. Also wir haben hier auch Knöpfe, Bildschirme. Ich habe zu Hause tatsächlich im Wohnzimmer so eine Art Dolby TV. Also wirklich an jeder Wand drei Fernseher, aber das kennt man ja auch. Dass man einfach, egal wo man sich gerade hinbewegt, einfach das Bild dann gerade hat. Und so ist das hier auch. Genau, der muss weg. Super, dass wir da auch, der muss auch weg, genau. Super, machst du den bitte, der bleibt? Der muss auch weg, genau, sag ich ja, dann bitte. Das läuft ja alles. Ich warte auf euch, ne? Hat jemand bestellt? Ich weiß nicht, wie es hier aufgeht. Wer hat denn bestellt? Ja, bin ich. Ja, finde ich auch. Ja, klar. Nee, weil hier ist so ein rotes Licht an. Guck mal. Wo musst du zur Bühne? Bühne ist vorne meistens. Ist das ein Witz, den man versteht? Dann lass den bitte drin. Ich ruf mal jemanden für dich an. Was ist denn da drin? Ja, ja, mach mal ruhig. Guten Tag. Ich habe gerade einen Lieferando-Menschen entdeckt. Der sucht er sagt irgendwas von Bühne. Du musst zu Arena Control. Weißt du, wo das ist? Arena Control. Also quasi da. Sehr gerne. Gleichfalls. Und wenn du was Leckeres hast, dann lass mir was da. Super, danke. Naja, das sieht man halt, ne? Wenn ich einmal nicht überall bin, zack, Lieferando. Oh, es ist. Weißt du, ich wollte morgen erst hier hinkommen. Und hab gedacht, nee, komm, dann machst du es halt jetzt einfach auch mal einen Tag vorher, zeigst Präsenz, bist da für die Crew. Die Crew ist mir einfach extrem wichtig. Und dann wird da einfach. Ah! Ich hab vegane Pizza hier. Ja, dann findet aber Kerstin. Vegane Pizza? Vegane Pizza? Kannst du nicht mal Käse drauf machen? Ja, hier ist einmal. Wer hat Teig bestellt? Hat jemand Teig? Was ist auf einer veganen Pizza drauf? Teig. Teig und so. Willst du sehen? Zeug. Nee, danke. Nee. Können wir ein bisschen Staub drauf machen? So, es gibt Pizza. Also irgendwer hat eine Pizza bestellt, die gerade keinen Abnehmer findet. Nein? Kann ich dich wieder so machen? Da hast du so monatelang hast du so im Kopf, ey Scheiße, haben wir die Stühle, haben wir die Donuts, haben wir das ganze Bühnenbild. Und unser größtes Problem einen Tag vor der Show ist, wer hat die vegane Pizza bestellt? Hier haben wir noch Teig. Ist doch scheiße. Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Und dann kam ein sehr spezieller Moment, weil er dann gesagt hat, so, ey, ich feier dich. Und da bin ich mal so, oh, wenn das jemand so sagt, dann ist das so groß und so nett. Viel Spaß heute Abend. Bis morgen. Ja, alles da. Willst du morgen kommen? Ich lade dich ein. Morgen? Ja, morgen, 20 Uhr. Hä? Was ist denn morgen? Morgen ist die Show. Ach, heute ist die Show, da. Nee, heute nee, ist die Show. Heute ist Aufbau. Genau. Ja, echt? Willst du kommen? Ja, ich schreibe dich auf die Gästeliste. Machst du das? Gästelisteneingang ist eh 4, sagst du ihm, ne? Das passiert eigentlich
ständig. Also, und der war auch tatsächlich da an dem Abend. Der hat die Show angeguckt und hat sich richtig gefreut. Also er hatte, glaube ich, einen guten Tag. Können wir noch ein schnelles Foto machen? Ich dachte, haben wir schon. Ja, na, durch die Tür, oder? Achso, jetzt sind wir nach uns näher gekommen, das stimmt. Ich muss nur wegen Corona ein bisschen aufpassen. Ja, das machen wir. Tipptopp. Du klärst das mit Käve? Ja, na klar. Ich mach's ruhig. Jetzt einfach hier stehen, ne? Also ihr müsst dann irgendwie einen Abnehmer finden. Du, vegane Pizza, die kommt eh direkt in den Müll bei uns. Das ist total entspannt. Super. Das war sehr lustig. Aber ich helfe ja, trotz veganer Pizza. Und da sieht man ja, was für ein großes Herz dieser Mensch eigentlich hat. Kennt ihr Menschen, die in der dritten Person von sich sprechen? Hasse ich ja, ne? Ein Kristall macht sowas nicht. Tja. Was ist? Nee. Ihr könnt euch vielleicht jetzt einmal ganz kurz einfach mal verziehen hier vorne, ja? Das ist einfach. Nee, komm mal ganz kurz her. Komm mal ganz kurz her. Komm mal. Nee, ihr kommt jetzt bitte ganz kurz her, damit ihr euch direkt wieder verziehen könnt. Aber ich muss da lang machen. Ja, dann geht da lang. Ja. Wir müssen durchs Bild rein. Direkt durchs Bild. Ja, ist okay. Nur, dass das klar ist, ne? Ja, da beginnen ja schon. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Ich setz mich immer durch. Ach, ihr macht das Essen, oder? War nur Spaß. Ja, jetzt war krank. Morgen ist Diättag, oder? Bitte? Morgen ist Diättag. Die wichtigsten Menschen der ganzen Crew sind natürlich die Köche. Gibt's morgen eigentlich Reis? Ja. Kann ich ja. Reis haben? Wirklich? Ja, aber nur, also noch nicht geschält halt, ne? Was heißt nicht geschält? Nicht geschält. Wie nicht geschält? Nicht geschält. Nur so? Nur so, ja. Körnig. Ja. Körnig halt, ne? Bio. Nee. Nachhaltig. Veganer Reis? Ja. Vegan, genau. Gut, das ist mir wichtig. Ja. Wir haben nur darauf geachtet, dass die Inneren, die den angebaut, dass sie auch sich vegan haben. Ja, super. Dass sie sich übertragen. Ja, das ist gut. Das, ist gut. Das heißt, jetzt sind wir abgesichert einfach. Ist voll vegan. Also schmeckt safe nicht. Ja. Genau. Gut. Sind wir in Kambach, mein Freund? Kambach. Da, wo du golfen gehst. Ich bin in der Öffentlichkeit, rede nicht über Golf. Da verlieren wir Leute. Ich bin ja Fußballfan. Es kann sein, dass ich schon mal einen Golfschläger in der Hand hatte, aber das heißt ja jetzt nicht, dass dann man der breiten Öffentlichkeit da auch ständig dann irgendwie und mich dann auch als Snob darstellt. Und also das finde ich echt, das war, also da muss, also. Du musst jetzt doch da lang. Das ist die wichtigste, das ist Henrik übrigens. Und das ist die wichtigste Kiste, ne? Was ist da drin? Die ist über. Die ist über. Als ich dann gecheckt habe, dass da alles läuft, konnte ich natürlich dann los und wir sind dann nach Kiel geballert, weil ich da noch eine Show hatte, eine sehr besondere Show für mich auch, weil ein Freund, André Liebmann, den habe ich wirklich Liebmann, der hat da seinen 60. Geburtstag gefeiert mit einer Riesenshow. Los geht's! Mal in Sachen Aufregung, dein erster Auftritt verglichen mit dem, was du jetzt morgen spielen willst. Du warst du nervöser oder bleibt das einfach gleich? Ich bin ein Typ, der immer gerne rumflaxt. Und immer sagt so hier und ja, man lässt immer so die Lockerheit raushängen. Das kann ich immer sehr gut. Das Problem ist nur, irgendwann bist du so 5 bis 10 Minuten vor dem Auftritt. Und da kann ich das auch nicht mehr spielen, dass ich irgendwie total cool bin, weil da bin ich dann so. Ich bin nicht mehr oder weniger entspannt bei 400 Leuten. Bin ich einfach nicht. Das ist einfach gleich. Komm hier.